So, herzlich willkommen zu einem neuen Video und noch seht ihr irgendwie nichts, aber das wird sich gleich lösen, einen Moment. Ah, pling, da war der Bildschirm da. Willkommen zu einem neuen Video und jetzt, oh, jetzt habe ich ja gerade meine Musik drin, haha. Wir spielen heute, nein, das ist nicht Solitär wie letztes Mal, wir spielen heute ein anderes Windows-Spiel und zwar Spider-Solitär. Das ist doch was, das funktioniert im Prinzip ähnlich, aber man sieht, wir haben hier nur Karten, die schwarz sind und vom gleichen Typ sind, also von Peaks sind. Und hier bei Spider-Solitär ist es der Sinn, ganz viele Stapel eben in absteigender Reihenfolge zu machen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel die Dame auf den Jungen setzen, weil das halt diese Reihenfolge ist. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht das hier aufeinander setzen. Ist ja an sich sehr logisch. Und genau, das ist eigentlich auch recht entspannt. Und man sieht hier schon, warte mal, das war es dann so, dass... Ah ja, genau, die Ass ist immer ganz unten. Okay, alles klar. Ja, genau. Ich dachte mir einfach, warum nicht auch das, wenn wir schon letztes Mal hier das andere gespielt haben. Aber dieses Spiel hat trotzdem noch eine Tücke. Es ist nicht so leicht, wie es jetzt aussieht, denn wenn wir jetzt hier, wir haben auch noch einen zusätzlichen Kartenstapel, wenn wir jetzt hier was draufschmeißen, dann, seht, da passiert Folgendes. Oh, shit. Das ändert die Sache natürlich dramatisch, weil wir haben jetzt auf jedem Dings eins. Also wir müssen uns extrem gut überlegen, wann wir da drücken und wann nicht. Ja, aber bis jetzt schaut es noch nicht ganz so schlimm aus. Wir können hier das da drauflegen. Und dieses Spiel ist auch sehr, sehr anfällig dafür, dass man gewisse Sachen nicht sieht. Also wundert euch nicht, wenn ich irgendwann mal was übersehe, weil das ist... Das kann gut mal sein, dass man tatsächlich irgendwelche Sachen nicht sieht, ne? Weil das ist wirklich verwirrend hier. Alles die gleichen Symbole, die gleichen Farben, das... Kann gut mal passieren. So. Ja, die kann ich natürlich nicht nehmen, weil da eine Karte drauf ist, die da eigentlich nicht drauf gehört. Aber die Karte kann ich hier runter tun. Dann kann ich die... Was wollte ich? Ich wollte doch gerade irgendwas machen. Ah ja, dann kann ich die hier hinlegen. Aber... Ah, ich könnte jetzt die hinlegen. Okay, gut. Ja, ist egal. Das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Um es zu testen, funktioniert auch. Können wir noch irgendwie was Schlaues machen? Ja, wir können. Okay, wir haben hier König, Dame, Junge, König, Dame, Junge. Sehr gut. Jetzt bräuchte man langsam irgendwie einen Zehner oder so. Wir haben einen Neuner und wir müssen uns wirklich gut überlegen, bevor wir hier irgendwie neue Karten uns holen. Und deswegen schaue ich hier nochmal alles durch, weil ich will mir eigentlich keine Tipps vom Spiel geben lassen, weil das ja langweilig wäre. Und wir hoffen, dass wir auch hier einmal gewinnen, wie letztes Mal. Letztes Mal haben wir ja auch ein Spiel gewonnen, auch wenn es knapp war. Ah ja, hier können wir noch was Gutes machen. Und hier können wir die 9 nicht weglegen, die stört mich hier. Ich möchte gern, wobei, wir haben hier auch König, Dame, Junge, also von daher ist egal eigentlich. Ansonsten 9, 8, 7, 6, 5, 9, Ass, 7, die 8 haben wir nicht, 8 haben wir nicht da, nee. 5, 4, 3, 2 passt auch, das passt auch, das passt auch, außer die 9 hier, aber die 10 haben wir nicht da. Hier ist auch okay, da können wir mal den König weg. 3, 4, 3, 2, 4, 3, 2 passt. Ah, wir können jetzt hier zur 5 legen schon mal, das ist gut. Und dann haben wir hier noch eine 3 über. Aber man muss immer schauen, dass man das möglichst sortiert hält, damit das hier nicht durcheinander gerät. Ah, hier können wir noch sortieren. Und die Ass auf die 2, genau hier. Und dann haben wir doch auch eine 10. Mein Gott, ja, schaut mal, es kann auch vorangehen in diesem Spiel. Und dann läuft so ab. Man muss nur wirklich gut schauen, dass man nichts übersieht. Oder so wenig wie möglich. Nichts übersehen ist, glaube ich, fast unmöglich. 5, 4, 3, 2 und dann Ass, genau hier. Boah, jetzt läuft es aber, Leute, jetzt läuft es aber wirklich. Die 5, das kann man hier drauf. Mein Gott, und jetzt hier die 9 haben wir. Ja, die 10 haben wir auch da. Und jetzt können wir den König, der sowieso wieder ganz oben ist, da hinlegen. Und die 5 haben wir irgendwie eine 6 oder so. Nee, haben wir irgendwie einen Buben. Ah, nee, das hätte ich nicht machen sollen, das war dumm. Weil ich es rückgängig? Nee, ich mache es jetzt nicht rückgängig. Wobei es ja ärgerlich, wenn wir verlieren. Ja, dann ist es halt ärgerlich. Ich hätte diesen König darüber legen sollen. Das wäre schlauer gewesen, weil dann hätten wir hier wieder die Reihenfolge gehabt. Aber ist jetzt nicht so wild. Hoffen wir zumindest mal. Aber ich kann hier die 3, 2 da drauf legen. Und die 5. Wir haben leider keine 6 da. Das ist schade.
Man sieht, es werden noch irgendwann sehr viele Karten. Das heißt, irgendwann verliert man wirklich den Überblick. Die 7, wir haben leider keine 8 da. Und die 8 wäre sehr praktisch, wenn die jetzt genau hier rauffallen würde. Also bitte lieber 8. Okay, wir haben die 10, die da genau da drauf. Die 10 legen wir mal schnell darüber und dann können wir die 8 da drauf legen. Ah, nee, das war dumm. Okay, einen mache ich jetzt rückgängig einfach des Spiels wegen, weil wir hier ein Premium-Let's Play sehen wollen. Nee, das ist Blödsinn. Das ist Blödsinn, was rede ich hier? Nee, so fange ich gar nicht erst an. So, die 7 und dann bräuchten wir am besten die 6. Ah, schlecht. Hier liegt jetzt die 3 drauf. Die 3 kriegen wir aber so einfach jetzt erstmal nicht weg. So, wir hätten noch hier die 6 zur Auswahl. Die bringt uns aber auch nicht sonderlich weiter. Warte mal, doch. Ich hab's einmal. Ein einziges Mal. So, jetzt mache ich aber wirklich nicht mehr. Egal, jetzt mache ich es grundsätzlich nicht mehr. So. Ausschluss vorbei. So, jetzt schaue ich nur noch gescheit und wenn ich dann halt das verklicke, dann ist halt mein Problem. So, jetzt haben wir hier wieder das Ass freigeschaufelt. Das Ass ist ja sowieso die unterste Karte in unserem Spiel. Wobei die 6 wäre auch praktisch gewesen. Also es wäre aufs Gleiche gekommen. Ich glaube, es hätte uns gleich viel gebracht, weil wir dann die 6 wegtun hätten können. Ja, wie auch immer. Beziehungsweise die 6 wegtun hätten können, dann könnten wir die 9 darauf tun können, denn die 8, und dann hätten wir den Stapel wieder frei gehabt. Aber gut, den können wir leider noch nicht bewegen, weil wir keine 4 haben. Ich denke, dann können wir wirklich wieder... Willst du mich verarschen? Warum zeigt ihr das immer nach einer Zeit an? Das hätte ich selber gesehen, beziehungsweise ich hätte gleich bestimmt weitergeklickt und dann hätte ich mich geärgert, dass mir das passiert wäre, aber ich hätte es nicht rückgängig gemacht. Aber gut, so ist es natürlich einfach, wie er es mir vorschlägt, ne? Dann habe ich hier wieder das freigeräumt, so wie ich es ja wollte. Haben wir wieder irgendwie eine 6 da oder so? Ne, diesmal natürlich nicht, wenn wir sie einmal brauchen. Hier haben wir das, das ist sehr gut. Haben wir eine 8 da? Ah, diese 8, genau, die wollten wir ja freiräumen. Jetzt können wir das wieder bewegen. Jetzt können wir die 10. Okay, jetzt können wir irgendeines darauf... Ne, das wollte ich wirklich nicht darauf... Ich habe es jetzt zurückgemacht, weil ich es nicht da drauf moven wollte. Ich wollte nämlich... jetzt will ich das hier runter moven. Also das habe ich wirklich nicht... Ich habe das nicht gedrückt gerade. Hat das automatisch gemacht, weshalb auch immer. Ne, aber das wollte ich nicht drauf moven, deswegen habe ich das ausnahmsweise rückgängig gemacht. So. Okay. So, das ist ein frei beweglicher Stapel. Okay, da kann ich einfach so die 7 hier drauflegen. Und das ist ein frei beweglicher Stapel. Das ist sehr gut. Das ist ein frei beweglicher Stapel. Das ist kein frei beweglicher Stapel. Ah ja, hier die 6. Können wir hier auf die 7 drauflegen. Jetzt ist die 9 hier frei. Jetzt können wir die 9 hier hinlegen. Und die 10 können wir hier hinlegen. Ja, das läuft hier gerade. Ne? Also ihr merkt schon, ne? Hier ist kein... der 10 ist ein frei beweglicher Stapel. Aber die 10 können wir ja perfekt hier drauflegen. Und jetzt haben wir hier die 7. Die 8 haben wir leider nicht. Das heißt, wir können die 7 nicht drauflegen. Okay, wir haben hier einen frei beweglichen Stapel. Hier und hier. Nur der nicht. Okay, alles klar. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, an denen können wir eigentlich nicht mehr viel verändern. Und wenn wir jetzt die 5 hier nicht nirgends drauflegen können und die 7 nicht, dann bringt uns das nicht sonderlich viel. Warte mal, wir können hier nicht die 7... Nee, das bringt... Ja, würde ja auch unlogisch. Okay. Dann brauchen wir hier tatsächlich wieder den nächsten Stapel und müssen jetzt wieder kräftig schauen, was wir hier machen können. Wir haben hier die 2... wir haben hier die 6. Wir haben hier das Ass. Das Ass kommt mal auf die 2. Das ist schon mal gut. Und hier haben wir jetzt wieder den Stapel freigeschaufelt. Im Prinzip muss man nach jedem einmal ziehen, seine Stapel wieder freischaufeln. Damit das hier nicht blockiert wird. Hier haben wir die 6. Die können wir auf die 7 legen. Das ist sehr gut. Jetzt brauchen wir am besten diese 5 hier. Aber die ist schon gleich 2 Karten. Das ist gleich... unangenehm, wobei die können wir einfach wegmoven, falls wir die Gelegenheit dazu finden. Vielleicht finden wir sie auch gleich, wenn wir die irgendwo hinlegen können, können wir aber nicht. Das Ass kann ja auch nicht weg, wobei das Ass macht es zu einem frei beweglichen Stapel, weil der ist fast fertig. Beziehungsweise,
Wir sollten wirklich mal schauen, dass wir tatsächlich mal einen Stapel ganz fertig kriegen, weil dann ist es tatsächlich so, dass der sich dann weg macht, ne? Genau. Auf so gesagt. Alter, hör auf, mir Tipps zu geben. Das ist richtig nervig. Ja, ihr seht, Stapel fertig, er kommt weg. Das können wir nicht weglegen, das können wir nicht weglegen. Das könnten wir weglegen. Wollen wir aber noch nicht. Wir wollen erst schauen, ob wir vielleicht nicht einen anderen König kriegen. Aber die Tipps sind richtig nervig. Ich krieg da gerade eine WhatsApp. Eine Sprache nicht. Okay, die kann ich jetzt nicht vorlesen. Wobei, ich hätte die wahrscheinlich auch nicht vorgelesen. Ist ja auch egal. Okay. Jetzt scharf nachdenken wieder. Ohne, dass er mir Tipps gibt. Der gibt mir nur einen Tipp. Ich muss hier was bewegen jetzt, damit der nicht denkt, er muss mir einen Tipp geben. So, ich bewege jetzt das hier die ganze Zeit. Ich brauche keinen Tipp. Ich will nämlich hier irgendwie was machen. So. Alles klar. Jetzt schaue ich mich mal hier um. Okay. Das sind kein frei beweglicher Stapel, weil hier die 10 ist. Ansonsten ist es freiwillig. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Junge, Dame, König. Das heißt, wir brauchen hier nur noch die 2 und das Ass. Das heißt, wir brauchen die 10 nur wegkriegen. Dann können wir die da drauflegen. Ist ja unglaublich. Nee. Wir müssen aber, glaube ich, tatsächlich wieder weiter mischen. Weiter klicken, weil das uns nicht sehr viel bringt. Die 6, ja. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Ich weiß, dass ich keine frei beweglichen Stapel habe und ich weiß, dass ich da einen hinlegen kann. Ich wollte aber noch schauen, ob ich vielleicht einen König habe, den ich irgendwo hinlegen kann. Kann man diese Optionen hier. Anfänger, eine Farbe. Ach, es gibt auch mit mehr Farben. Alles klar, Tipps anzeigen. Nein. Aufhören. Ich will nur einen Tipp, wenn ich hier explizit drauf drücke, aber ansonsten, ich will nicht, dass du ihn automatisch anzeigst. Das ist so schwer zu verstehen. Anscheinend schon. Die 9 haben wir leider gerade nichts zur Verfügung. Die 5, ja, könnte ich natürlich da weglegen, aber bringt mir nichts. Ne, ist hier die 8. Das ist ein wenig suboptimal. Ich glaube, wir müssen tatsächlich wieder unseren Stapel weiterklicken, hier das freiwillige Stapel, das hier, den müssen wir die 6 weglegen und die 6 können wir nicht weglegen, weil wir keine 7 haben. Das hier müssten wir auch die 6 weglegen, weil die ganzen 6er müssen weg. Hier müssen wir die 8 weglegen, die 9 haben wir aber auch nicht. Hier müssten wir das Ass weglegen, das geht auch nicht. Hier die müssen wir die 10 weglegen. Hier müssen wir auch die 10 weglegen, mein Gott, immer die gleichen müssen wir weglegen, das ist schrecklich. Hier müssen wir die 2 weglegen, also brauche ich meine 3. Und hier müssten wir, ja, hier passt gar nichts zusammen. Na gut, dann werden wir mal wieder weiter mischen auf gut Glück. Und es sieht so aus, als ob wir zumindest schon mal dieses Ass hier freischaufeln können, dann das darüber legen können. Und dann die 5 weglegen können und die 10 weglegen können und die 2 und den Stapel vollenden können. Ha! Perfekt. Und jetzt, den Stapel können wir nicht rüberlegen, aber wir können das hier wegmachen und dann müssen wir das auch noch wegmachen. Warte mal, der Stapel ist noch nicht frei beweglich. Wir brauchen einen neuen, um das wegzulegen. Hier brauchen wir eine 8. Die 3 haben wir hier oben. Aber müssen wir echt gut schauen. Es kann sein, dass ich gerade wieder total viele Sachen schon übersehen habe. Einfach aus Gründen, aber ich denke, wir werden, warte mal, das hier ist frei beweglich. Ja gut, das bringt uns aber nichts. Das ist nicht frei beweglich, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Oh Mist. Gut, dann müssen wir schauen, was sich am besten eignet, um es frei zu bewegen. Mein Gott, dieses eine Spiel dauert schon so ultra lange. Krass, okay. Gut, dann füllt dieses eine Spiel diese eine Folge und wir müssen hoffen, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Ja gut, das ist im Prinzip egal, ob ich das dahin lege oder dahin lege. Das ist sowieso ein komischer Stapel hier. Warte, was ist denn die höchste Karte, die wir hinlegen können? Ich glaube, das ist ein Bube, oder? Ja, am besten ist natürlich auf die leeren Felder die höchste Karte zu legen, die man hinlegen kann. Weil dann noch möglichst viele Karten drauf können. Okay, jetzt haben wir das hier. Die 5 haben wir auch, doch, und die 4 und die
3 und die 8. Haben wir eine 9 da? Nee, haben wir nicht. Die 7 haben wir aber da und das Ass haben wir da. Das bringt uns aber noch nichts. Wir müssen echt wieder langsam die Könige ausgraben. Das macht mir gerade am meisten Sorgen irgendwie. Weil und die Könige können wir den Stapel nicht abschließen, weil der König muss immer ganz hinten sein. Aber gut, wir haben hier einen frei beweglichen Stapel und das gefällt mir sehr gut. Das bringt es leider nicht, solange dann nicht die Dame und der König noch da ist. Und jetzt können wir, glaube ich, nichts mehr machen zur Zeit. Doch, die 8 kommen, ja, die 7 können wir weglegen. Und das können wir hier weglegen. Lauter diese Assen, das gibt's ja gar nicht. Noch 5 Assen haben wir hier. Die blockieren uns alles, blockieren die uns. Weil wir nicht so viele Zweier haben. Okay. Die 7. Wir haben leider keine 6 oder so da. Okay, das ist schlecht. Wir haben hier immer noch den freien beweglichen Stapel. Hier auch. Okay. Hier nicht. Da 6, 8, 8, 7 kann man weglegen. Die 9 haben wir aber nicht da. Hier. Ja, hier. Ab hier ist dann irgendwie blöd. Den Buben können wir weglegen. Das heißt, wir bräuchten Dame. Ja, hier müsste erstmal die 8 und die 7 weg. Also bräuchten wir eine 9. Hier muss das natürlich weg, die Ass. Wobei, dann könnten wir den König komplett verschieben. Okay, dann ist es eigentlich nicht so ein großes Problem. Wir müssen nur die Ass eigentlich wegbekommen. Und das ist schon ein Problem. Alles klar. Und hier 5, 4, 3, 2, Ass. Das passt. Haben wir eine 6 da? Nee, leider nicht. Schade, okay. Und ja, hier ist blöd natürlich. Nee, hier ist sehr blöd. Diesen ganzen Assen. Okay, dann werden wir mal neue legen. Und so wie es aussieht, haben wir hier einen König. Ein König ist förderlich. Und wir haben hier eine 10. Haben wir irgendwie noch eine bessere 10, die wir auf diesen Buben jetzt gleich drauflegen können? Nee, haben wir nicht. Okay. Dann legen wir diese 10 hier drauf. Wir haben hier jetzt eine 9. Die können wir hier auch drauflegen. Die 2 auf die 3, aber die 3... Ah, doch, die 3 haben wir. Und dann, was bringt mir das dann, wenn ich jetzt mal... Ah, dann kann ich die 6 darunter legen, okay. Die 6 hier hin. Haben wir einen... Ah, eine 9 haben wir auch da, perfekt, perfekt. Und diese Assen hier nerven mich. Kolossal aber, ne? Kolossal nerven die mich hier. Immer am Rumnerven, diese Assen hier. Das gibt's ja gar nicht. So. Ah, das ist ein frei beweglicher Stapel. Haben wir eine 8 da? Nein, einmal, wenn man es braucht, hat man keine 8 da. Beziehungsweise keine, die man benutzen kann. Diese 8 können wir leider nicht benutzen. Ah. Ja, diese Folge wird leicht überlängig, aber wir wollen das Spiel ja gescheit spielen, oder? Also haben wir irgendwie noch eine 9 oder so? Wir können natürlich auf eine 9 pokern, um dann die 8 da drauf zu legen. Ja, machen wir das mal so. Ne, wir haben keine Karten mehr. Wir haben keine Karten mehr, die wir ausgeben können. Gut, das heißt, wir müssen jetzt mit dem auskommen, was wir tatsächlich haben. Das ist ein frei beweglicher Stapel. Das nicht. Diese Assen sind wirklich nervig. Aber wir können die Assen erstmal hier ablagern. Oh, oder nee, warte, stopp. Bevor ich hier wild die Assen weglege. Der Stapel ist gut, da brauche ich die Assen nicht weglegen. Gut. Also die oder die Ass. Die Ass habe ich jetzt schon weggelegt, das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Aber die oder die Ass, warte mal, wir bräuchten die 9 eher, oder? Ja, die 9 brauchen wir. Und dann 8, 7, 6. 8. Schaut mal eine an, wie toll das hier läuft. So, und jetzt wird es wieder spannend. Jetzt haben wir hier wieder Karten en masse. Jetzt müssen wir scharf hinschauen. Junge 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Der König ist störend.
Haben wir irgendwie eine 3? Da eine 3 wäre sehr praktisch. Ah, naja, gut, das bringt uns nicht weiter. Aber doch, doch, hier. Doch, schaufelt ein paar Karten frei. Ja, schaufelt ein paar Karten frei. Das ist ganz gut. 9 haben wir auch da. Oh, das ist sehr praktisch sogar. Eine 7. Und dann haben wir hier eine 3. Ja, wollte ich nicht gerade eine 3 haben? Wofür wollte ich die denn? Wofür wollte ich gerade die 3 haben? Ach, hier, um das draufzulegen. Okay. Ach, Team, jetzt bräuchte man wieder die 9. Die 9 haben wir gerade eben zugebaut, aber das ist kein Problem. Die 3 haben wir eine 4 da. Ne, eine 4 haben wir gerade nicht. Beziehungsweise so können wir sie nicht verlegen, leider. Okay. Eine Dame bräuchten wir noch. Wir müssten mal wieder eine Karte hier freispielen. Eine von den Unbekannten. Aber das ist einfacher gesagt als getan. 10 und 9. Junge, 10 und 9, 8, 7, 6. Ah ja, gut, kann ich auch bewegen. Okay. 5. 10 und 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, König. Hier ist der König störend. Hier stört nichts. Hier stört nichts. König, Junge, König, Dame, Junge, 10. Okay, dann 6, Junge, 10, Junge, 10. Okay, okay, das ist ein schlimmer Stapel. Der ist beweglich, der ist beweglich, der ist beweglich. Hier 5, 4, 3, 2, Ass. 4, 3, 2, Ass. Wir brauchen unbedingt eine 5. Junge, 10, 9, 8. Okay, und hier noch ein Ass. Und hier noch eine 7. Hm, seht ihr gerade was oder bin ich einfach nur blind? Okay. Nein, die 5 kann ich ja nicht drauflegen. Okay, jetzt lasse ich mir einmal einen Tipp geben, weil, wenn ich überhaupt nicht weiterkomme, dann lasse ich mir schon mal einen Tipp geben. Aber ich will nicht, dass er mir selber einen Tipp gibt. Okay, und. Was ein Tipp! Perfekt. Wir hätten das Spiel fast gewonnen. Ja. Genau. Ja gut, gespielte viele Spiele 5, gewonnene Spiele 1, 20%, das ist doch trotzdem eine Rate. Ne, wie auch immer. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Vielleicht spielt ihr dieses Spiel auch mal mit euren Großeltern, mit euren Eltern, mit euren Hunden, mit euren Meerschweinchen oder mit sonst wem. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.